Alessandro, hi. Stell dich kurz vor. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ja, ich bin Alessandro, bin 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Münster, lebe in Düsseldorf und bin der Gründer von OC. Okay, wie lange leidest du persönlich schon unter Haarausfall? Wann hat es bei dir angefangen? Mit 26 hat es bei mir angefangen und mittlerweile lebe ich eine ganze Zeit damit, habe da natürlich gelernt, damit umzugehen, aber es ist schon jeden Tag eine Belastung. Okay, krass. Also das wäre jetzt schon mal nächste Frage gewesen. Wie sehr nervt dich der Fakt, dass du lichtes Haar hast und nagt das auch so ein Stück weit an dir? Aber das hast du gerade schon bestätigt. Ist das wirklich so? Also es gibt Good Hair Days und Bad Hair Days und wenn du dann mal einen Bad Hair Day erwischt, bin ich schon davon überzeugt, dass es Einfluss nimmt einfach auf seinen Tag und dadurch einen auch belastet, ja. Krass. Ich habe ja mitbekommen, ja, du kaschierst das ja relativ gut. Das sieht man ja gar nicht, dass du jetzt irgendwie lichtes Haar hast. Wie lange brauchst du denn morgens tatsächlich für dein Haarstyling? Ja, also immer unterschiedlich, aber ich sag mal roundabout 10 bis 15 Minuten. Jeder, der Haarausfall hat, kennt das wahrscheinlich. Es gibt auch Momente, wo du dann einfach merkst, tja, zu viel Produkt benutzt. Gerade am Anfang, wenn du noch nicht gewohnt bist, dein Konstrukt zu bauen, musst du nochmal Haare waschen. Aber grundsätzlich bis zu einer Viertelstunde, da bin ich durch. Okay, jetzt kommt direkt die nächste Frage. Wie oft kam die Situation auf, dass du mit deinem Haarstyling nicht zufrieden warst und du einfach alles nochmal löschen musstest und wieder komplett von neu gestartet bist? Ja, also wenn du dann einen wichtigen Termin hast oder irgendein besonderes Event mit Freunden etc., ist natürlich, muss die Frisur sitzen. Ja. Und dann hatte ich auch schon mal bis zu 4, 5 Anläufen. Ne? Tatsächlich, dass du wieder hingehst, Haare wäschst, neu loslegst. Und es wird nicht besser, je mehr Versuche du startest. Deshalb bin ich froh, dass ich jetzt einfach meine Routine gefunden habe und damit besser klarkomme. Ja. Krass, ja, da verliert man dann schon tatsächlich, wenn man noch 4 Versuche macht, dann eine ganze Stunde am Morgen. Das ist schon heftig. Absolut, ja. Und das ist auch eine Belastung und dann startest du ganz anders in den Tag, als wenn es direkt morgen läuft. Und ja, es ist wie so ein Schatten, der sich auf einen legt. Und ohne dass man es bewusst wahrnimmt, hat man es im Unterbewusstsein. Ja. Kurze Frage, du hast eben gerade selber gesagt, du bist der Gründer von OC Hair Systems. Jetzt meine Frage, warum kaschieren und kein Haarsystem tragen? Also am Ende des Tages habe ich ja, hast du ja auch gesehen, habe ich noch Haare und ich habe einfach gelernt, jetzt durch gewisse Produkte das Maximale rauszuholen, die mir einfach dabei helfen, keine Bad Hair Days morgens zu haben und damit kann ich es sehr, sehr gut kaschieren, komme damit sehr gut klar und meine Haarsituation jetzt ermöglicht mir eigentlich einen super Alltag und mit vollem Haar und das ist für mich das Wichtigste. Okay, wenn jetzt der Haarausfall weiter fortschreiten würde, würdest du dann auch umswitchen und sagen, hey komm, jetzt ist der Punkt gekommen, jetzt trage ich auch Haarsystem? Also ich persönlich könnte mir kein Leben vorstellen ohne Haare. Also du bist nicht derjenige, der sich die Haare dann komplett ab. Genau, ich würde nicht den Bruce machen, viele im Bekanntenkreis sagen, stell dich doch nicht so an und so weiter, aber sich in die Situation hineinzuversetzen, ist schon wirklich ein harter Einschnitt und deswegen natürlich, für mich ist das Ziel Nummer 1 Haare. Ich weiß, dass es mir damit besser geht und das wäre dann auf jeden Fall die Strategie. Du hast jetzt 6 Jahre lang Haarausfall, hast du gerade gesagt, 32 bist du jetzt, mit 26 hat es angefangen. Ich denke, dass auf meinem Kanal auch etliche Leute mit dabei sind, die auch eine ähnliche Situation wie du damals haben. Was kannst du denen abschließend jetzt nochmal mit auf den Weg geben? Ja, es ist halt wichtig, erstmal seinen Haarausfall kennenzulernen. Jeder Haarausfall ist anders. Ich sag mal, dieser DHT-Angriff auf die Haarfollikel, es funktioniert zufällig. Manche kriegen Geheimratzecken, manche kriegen sehr diffuses Haarbild, manche kriegen nur Tonsur. Am besten lernst du dann selber damit umzugehen, was für dich die beste Routine ist. Versuch's mal viele Produkte, probierfreudig sein, das ist glaube ich ein wichtiger Tipp. Und dann dadurch die Kreativität und die Tries dann seinen Weg zu finden, das Maximale aus seiner Haarsituation rauszuholen. Das Gute daran zu sehen, dass es Produkte gibt, die einem helfen können, dann Schritt für Schritt mit einfach diesem, ich sag mal, Schicksal leben. Was man aber, glaube ich, heutzutage sehr gut in den Griff bekommt. Also probieren geht über studieren. Alessandro, ganz lieben Dank für deine Informationen. Und ich denke mal, da konnten sich einige Leute was bei rausziehen. Gerne.